Hey Leute, was geht ab, euch? Und willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute habe ich die niegelnagelneue Just Kick It für euch am Start. Die Ausgabe Mai 2020. Ja, ich öffne die Mai-Ausgabe im April, Leute. Ja, das ist der verrückte April, ne? Hier mit dabei, ihr seht schon, Leute, eine schöne limitierte Auflage. Sie hat natürlich nicht die normale Größe, sondern es ist eine schöne XXL-Limi. Ja, hier habe ich einfach mal jetzt Serge Gnabry aus dem Ärmel geschüttelt, Leute. Die Ausgabe kostet 3,99 und ich bin mal gespannt. Ist hier schon, sage ich mal, die Just Kick It angepasst worden, dass die Euro verschoben worden ist? Oder ist es noch, sage ich mal, etwas... Standen die Inhalte schon vor der Verschiebung der Euro 2020 fest? Das werden wir herausfinden. Zack. Mit dabei haben wir natürlich hier ein Euro 2020 Pack sogar noch. Die schöne XXL-Limi von Serge Gnabry, Leute. Alleine deshalb muss man schon die Just Kick It haben, oder? Die schöne XXL-Limi. Geil. Auch hier natürlich Material ist dementsprechend besser als, sage ich mal, die Normalgrößen-Kärtchen. Serge Gnabry, das Euro-Pack öffne ich gleich. Dann haben wir hier ein Schiri-Pack. Komm, das öffne ich auch direkt mal. Ich krieg's natürlich nicht wieder auf. Doch, ich krieg's auf. Zack. Hier haben wir einmal natürlich die Pfeife. Ich pfeife jetzt, Leute, für den Anpfiff des Unboxings. Und ich glaube, in diesen Musterpäckchen ist leider immer nur eine Powerkarte drin. Und dieses Mal ist es die Belgien-Logo-Karte. Und genauso wie ich es gesagt habe, Kanté, Florenzi, Klostermann, Karaman, Ondrasek, Rakitic und Romelu Lukaku ist hier noch mit dabei. Und natürlich auch die rote und die gelbe Karte. Wenn ihr jetzt keinen Däumchen nach oben da lässt, bekommst du, ja du hast jetzt kein Däumchen nach oben da gelassen, ne? Du bekommst von mir die rote Karte. Also, und wenn ihr noch nicht Abonnent seid und jetzt erst auf Abonnieren drückt, dann bekommt ihr erstmal die gelbe. Und wenn ihr gar nicht Abonnent seid und immer nur so reinschaut, bekommt ihr die rote, Leute. Ganz easy peasy. Ihr könnt natürlich meinen Kanal absolut kostenlos abonnieren, ist ja klar. Und ein Däumchen nach oben da lassen, könnt ihr auch absolut kostenlos. Somit supportet ihr mich absolut kostenlos. YouTube ist ja allgemein für euch absolut kostenlos. Ganz genau, Leute. Die Just Kick It, die gucken wir uns jetzt hier nochmal an. Ich bin mal gespannt, was hier nochmal dabei ist. Und wenn ich hier sehe, im Inhaltsverzeichnis EM 2020, glaube ich, dass dieses Magazin vor der ganzen Virusgeschichte, sage ich mal, gedruckt worden ist. Die Inhalte standen schon fest, wahrscheinlich. Hier haben wir nochmal zur A-Trainer XL, wie man spielt, die ganzen Erklärungen, sage ich mal. Und dann geht es auch schon los mit der Euro 2020, mit der EM 2020. Tore, Stars und Titel. Begeisternde EM-Bestmarken mit dem Torgigant natürlich CR7, Leute. Die treffsichersten ist natürlich auch Ronaldo auf Nummer Platz 1 hier. Dann der Michel Platini von den Franzosen als Legende, sage ich mal. Und die aktiven Spieler sind fett markiert und der aktive ist nur Ronaldo und Griezmann. Alle anderen spielen nicht mehr. Wayne Rooney, Ruud van Nistelrooy, Patrick Kluivert, Zlatan Ibrahimovic, Nuno Gomes, Thierry Henry, Alan Shearer. Okay, und Ronaldo führt diese Liste an mit 9 Toren, genauso wie Platini. Dann haben wir hier echt europameisterlich. Und wieso ist denn da Mario Gomez mit dabei? Enorm treffsicher. Deutschland ist Europameister im Toreschießen. Keine Nation traf so oft wie wir. 72 Mal jubelten DFB-Stars über insgesamt. Wobei deutsche Spieler 68 Mal trafen. Dazu kommen 4 Eigentore der Gegner. Insgesamt verteilen sich die 68 Eigentore auf 35 verschiedene Schützen hier im DFB-Team. Hier sind die treffsichersten. Mario Gomez auf Platz 1 mit 5 EM-Toren. Auf Platz 2, haltet euch fest, Jürgen Klinsmann. Auf Platz 3 Lukas Podolski, Dieter Müller, Gerd Müller, Basti Fantasti, Miro Klose, Klaus Allofs, Michael Ballack und Karl-Heinz Riedle. Also geile Information. Hier nochmal ein Überblick zu unseren besten Stürmer der Bundesliga, unseren Robert Lewandowski.
hier eine kleine Karriereleiter, sage ich mal, 2005, 2008. Robert arbeitet sich von der vierten bis in die zweite Liga in Polen hoch und wird 2007, 2008 Torschützenkönig der zweiten polnischen Liga. Lewandowski wechselt 2008 am 18. Juni zum polnischen Erstligisten Lech Posen und dann wird er hier mit Dortmund deutscher Meister. Dann ist er zu den Bayern gewechselt und bei den Bayern ist er, Leute, hier seht ihr nach Titel. Guckt euch das an, DFB-Pokal, Meisterschale natürlich. Also Lewandowski ist schon absolut brutal. Die neue Pokémon Schwert und Schild Edition, die Sammelkarten, die hatte ich auch schon geöffnet. Findet ihr auf meinem Kanal. Könnt ihr sehr gerne nochmal anschauen, solltet ihr euch für Pokémon interessieren. So, dann haben wir die Weltmeister von 2018, der Weltmeister von 2018, Frankreich. Oder die, wenn man halt Franzosen sagt, die Weltmeister. Die Franzosen, die auch sich ja nicht bei der Euro 2020 sehr gute Karten haben werden, sondern bei der Euro 21 sehr gute Karten haben. Die ganzen jungen Spieler haben nochmal ein Jahr mehr Erfahrung. Wenn es jetzt bald wieder losgeht mit Fußball, wer weiß, also keiner weiß ja, wann es wieder losgeht. Weiß ich auch, aber wenn es wieder losgeht und nächstes Jahr ist halt dann die EM dran. Ich bin auch gespannt, wie es dann weitergeht, ob wir dann... Also wenn es jetzt wieder normal weitergehen sollte, keiner weiß, wann es ja wieder normal weitergeht. Aber wenn es weiter normal gehen sollte, sage ich mal ab Mai oder so, Juli. Was passiert mit der WM 2022? Bleibt die dabei? Oder wird die auch jetzt immer um ein Jahr verschoben, dass wir jetzt quasi EM 2021 haben und die WM 23? Oder bleibt man dann beim Rhythmus dabei und wir haben 21 eine EM und 22 eine WM? Würde ich geil finden. Jedes Jahr ein schönes Turnierchen. Zack. So, Virgil van Dijk, der Abwehrboss der Niederlande. Und da schreibe ich natürlich 1:1 so, wie es da geschrieben wird. Dann haben wir ein paar Poster. Hier das XXL-Poster, hier die nächsten Teile von Serge Gnabry. Von Leroy Sané, nicht von Serge Gnabry, von Leroy Sané. Dann haben wir Ronaldo als Poster. Als Poster noch ein Jadon Sancho, ein Harry Kane. Ein Serge Gnabry, dann Rot gegen Rassismus. Da haben die Bayern ja eine richtig gute Aktion, sage ich mal, ins Leben gerufen. Rot gegen Rassismus, starke Aktion. Bayern-Stars wie Joshua Kimmich zeigen Rassismus die rote Karte und für ein faires Miteinander auf und nehmen den Platz. Und für Rassismus zeige ich hier auch ganz klar die rote Karte. Rot gegen Rassismus. So, Serge Gnabry hier halt, wie gesagt, die anderen Seiten, anderen Hälften. Hier Leroy Sané noch Teil 16, Teil 15. Genau, dann hier ein kleines Quiz. Sollen wir das Quiz machen? Komm, ich mach mal ein, zwei Fragen, Leute. Wie viele EM-Tore hat Ronaldo geschossen? 9, das hatte ich ja eben schon gelesen. Welche Nation bestritt die meisten K.O.-Spiele bei Europameisterschaften? Deutschland, Portugal, Niederlande, Italien. Ich will jetzt einfach mal sagen Deutschland. Ich weiß es aber nicht leider genau. Keine Ahnung. Ja, was sagt Ronaldo da oben? Ronaldo sagt, für Frage 4 muss ich nochmal nachrechnen. Okay, 9 Tore. Ja, Ronaldo, du hast 9 Tore gemacht. Nicht 14, nicht 2 und nicht 5. Also 2 ist eine absolute Beleidigung für Ronaldo, ne? Dann haben wir nochmal hier Informationen zu Julian Brandt. Mein schönster Moment. Länderspiele sind toll, findet Julian Brandt. An welches er sich besonders gerne zurückerinnert, erzählt er dir hier. Also alles Mögliche zu Julian Brandt. Dann sind wir hier nochmal zu den AXL-Karten. Habe ich denn eigentlich alle deutschen Limis? Neuer habe ich, Emre Can habe ich. Kimmich habe ich, Ich glaube nicht, ne? Groß habe ich. Serge Gnabry klein habe ich auch nicht. Und Ginter habe ich auch nicht. Ey, was denn soll das? Wo gibt es die? Das hätte man auch ruhig mal hinschreiben können, Mann. Zack. Der Lieblingsspieler. Die Top-Star-Charts mit Platz 1 Kylian Mbappé und die deutsche Nationalmannschaft auf Platz 1 der Lieblingsteams. Und dann sind wir auch schon hier am Ende. Hier nochmal ein paar Traummannschaften der Leser und dann hier die Vorschau aufs nächste Magazin. So wie es ausschaut, leider keine extra Limi. Aber wir lassen uns überraschen, Leute. Die nächste Just Kick It werde ich euch sicherlich auch wieder hier zeigen. Ich bin mega froh, dass ich die Just Kick It habe, weil die schöne Serge Gnabry XXL, die mir mit dabei ist, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das soll es gewesen sein für das heutige Video. Lasst ein Däumchen nach oben da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal. Ich bin raus und tschüssikowski.